Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner und heute sprechen wir über den bienenfreundlichen Garten. Zunächst werden wir erstmal über das Problem reden, dann reden wir über die Lösung und dann reden wir darüber, wie können wir die Lösung auch umsetzen. Die Problemstellung, die wir haben, ist ganz einfach, den Wildbienen geht es immer schlechter, wir haben immer weniger. Problem wird nachher für uns sein, wir kriegen keine Äpfel mehr, wir haben keine Kirschen und es wird insgesamt bei den Nahrungsmitteln etwas dünn werden. Jetzt haben wir weltweit ungefähr 20.000 Arten und jetzt kann man da natürlich sagen, okay, 20.000, wenn da mal eine hops geht, ist ja nicht so schlimm. Falsch, die sind halt sehr regional. Also das sind echt so Dudes, die nicht weit von ihrem Zuhause wegfliegen. Heißt, in Deutschland haben wir nur 560 Arten und von denen sind schon 40 auch wieder ausgestorben. Lösungsansatz für die ganze Geschichte wäre, wir bieten denen halt wieder Nektarquellen an. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Biene 1 mag nur Blume 1. Wenn Blume 1 nicht da ist, macht die halt auch einen Abgang. Somit müssen wir halt in dem ganzen Portfolio an Blumen, die wir haben, mal wieder ein bisschen mitspielen und die Sachen auch mal wieder pflanzen. Und da kommen wir dann auch schon zum dritten Punkt. Wohin, warum, wer überhaupt? Und das machen wir jetzt. Wie pflanzen wir so Geschichten? Wo pflanzen wir sie hin? Also da kann wirklich jeder mithelfen. Großer Garten, kleiner Garten, gar kein Garten, nur ein Balkon, selbst wenn man nur ein Fenster hat. Sollten ja die meisten von euch haben. Ansonsten, wenn ihr im Bunker pennt, macht ein Loch in der Wand. Da können wir auch eine Kiste hinstellen und schon seid ihr bei den Helfern dabei. Gar kein Problem. Pflanzen, wie gesagt, auch im August ohne Probleme verfügbar. Es gibt ganz viele Sachen. Die sehen jetzt hier relativ wild aus, das ist für uns aber gerade gut, weil die ganzen wilden Arten und die ganzen Wildpflanzen, die werden halt extrem angeflogen. Also eine Margarite hier von der Blüte auf jeden Fall zu erkennen für jeden. Der eine wird sagen, okay, Mutant vom Gänseblümchen, wie auch immer. Aber Margarite, eine wilde Margarite funktioniert super. Dann haben wir hier vorne im Vordergrund, seht ihr sogar Gaura, sind auch Sachen, die auf jeden Fall mega angeflogen werden. Kosmeen ist eine klassische Zierpflanze. Ich halte euch mal eine in die Kamera. Die ist jetzt auch schon ein bisschen sehr kräftig, aber so Blüten, offene Blüten, die werden halt total gerne angeflogen. Blutweiderich, Lythrum, ist halt eine Pflanze, die eh relativ spät blüht. Die fängt halt auch erst so im Juli an, bis in den August, je nachdem sogar noch bis in den September rein. Könnt ihr noch zurückschneiden, dann blüht die sogar nochmal. Wird auch super frequentiert. Dann hier die Kräuter-Homies, die wissen vielleicht, was das ist. Oregano, wenn ihr die Sachen auch einfach blühen lasst, also sprich eure Küchenkräuter nicht ganz abmäht, sondern einen Teil weiter wachsen lasst und die Blüte kommt, die werden halt auch super gerne angeflogen. Und somit haben wir jetzt hier schon eine Vielzahl an Pflanzen. Und jetzt ist die Frage, wohin damit? Grundsätzlich kann man natürlich sagen, Sachen, die sehr stark blühen, die wollen eher auch in die pralle Sonne, Sachen, die weich sind, die relativ filigran sind, die haben eher so einen Halbschatten nötig. Und für Halbschatten ist hier so eine Achillea. Die Schafsgarbe ist so ein klassischer Anwärter dafür, für einen Halbschatten. Pralle Sonne finden die nicht so gut. Aber somit haben wir eigentlich alle Bereiche abgedeckt. Ein Sedum kann sogar auch schon fast eher schattig sein, wird dann halt nicht so üppig blühen wie hier. Funktioniert aber dann immer noch. Grundsätzlich haben wir jetzt Standortfrage geklärt. Vom Pflanzen her, ihr könnt euch Gefäße nehmen, einfach einen Tontopf, ein paar Sachen reinpflanzen. Und auch der Homie, der zu Hause den englischen Garten hat und sagt, ich muss hier mit der Nagelschere meinen Rasen machen, der kann ja einfach irgendwo einen Tontopf hinstellen, den ganzen Krempel da reinpflanzen und alle sind glücklich. Also wirklich, jeder kann helfen. Es gibt keine Ausrede und ich hoffe, ihr startet jetzt los und pflanzt was für die Wildbienen. Wünsche euch viel Spaß und bin da mal raus. Tschö! 1000 gute Gründe.